Heute geht es bei Aktien im Fokus um einen Wert, den man im letzten Jahr sehr, sehr stark vernommen hat aus den Medien. Denn ja, da wurde viel gespielt, muss man in Anführungsstrichen sagen. Da waren Marktakteure mit in der Aktie involviert, die man vorher nicht kannte und die man auch seitdem gar nicht mehr so oft gesehen hat. Erstmal hallo Roland Jegen. Hallo Andreas. Es geht tatsächlich um die GameStop. Die hast du doch auch noch in Erinnerung. Die habe ich auch noch in Erinnerung. Das war natürlich eine der volatilsten Aktien, gerade zu Beginn des letzten Jahres, die sehr bekannt geworden ist. Und da wollen wir gerade mal gleich schauen, wie sich das entwickelt hat und warum die zu einer so bekannten Aktie geworden ist. Wobei es sich natürlich um ein relativ kleines Unternehmen gehandelt hat. Aber die Aktie ist förmlich explodiert, könnte man sagen. Ja, kann man so sagen. Und die Aktie hatte auch einen Hintergrund, also kein IPO oder so, sondern tatsächlich wurde die Aktie schon damals in den 1984er Jahren von zwei Harvard-Absolventen gegründet. Oder nicht die Aktie, sondern die Firma an sich. Die hieß Babbage und ja, ist letzten Endes dann später zu einer Einzelhandelskette für Computerspiele geworden. Genau, wurde zu einer Einzelhandelskette, wurde dann letztendlich aufgekauft im Jahr 1999 von Barnes & Noble für 215 Millionen US-Dollar. Dann gab es auch nochmal die ein oder andere Fusion. Die bekannteste ist die mit Funko und das war dann letztendlich der Start von der GameStop, wie man sie dann in der Folge gekannt hat. Ja, das waren auch die Zeiten, als Computerspiele auch noch relativ rar war. Ich kann mich daran erinnern, damals mit einem Atari, ein Freund von mir hatte den Commodore, dass man auch diese Spiele, die Konsolen letzten Endes getauscht hat. Und erst später kam ja das Ganze in Richtung Software, dass man sich die Programme installieren konnte. Ganz genau. Und das hat sich dann aber sehr rasant entwickelt, gerade zu Beginn der 2000er Jahre. Und da folgte dann letztendlich ja auch der Börsengang im Februar 2002. Und es wurde international auch weiter expandiert. Und es gab auch unter anderem den ein oder anderen Zukauf, zum Beispiel ein sehr großer von 1,44 Milliarden US-Dollar, die EB Games. Ja, und früher freute man sich, wenn man dann in solche Läden gehen konnte. Auch aktuell gibt es noch diese Läden und zwar zum Beispiel in Niederlanden, auch in Deutschland, Österreich, auf vielen Sektoren, auf vielen Kontinenten. Aber auch das war nichts von Dauer, denn diese Computerläden verschwanden irgendwann wieder, als der Trend in Richtung Internet kam, also dass man die Spiele sich auch downloaden konnte oder dass man die Spiele sogar on demand, ohne eine Software zu installieren, von einer Spielekonsole zum Beispiel aus starten konnte. Genau, dieser Trend hat sich sehr gewandelt im letzten Jahrzehnt, könnte man sagen. Und damit ist natürlich auch der Umsatz dieser lokalen Einzelhandelskette immer weiter eingebrochen, könnte man sagen. Und diese Relevanz des stationären lokalen Handels hat letztendlich immer weiter abgenommen hin zum Onlinehandel. Und das war auch fast schon eine Art Todesstoß für die Firma. Der Börsenwert fiel immer weiter seit 2016 Jahr um Jahr und mehrere Filialen mussten geschlossen werden, mehrere hundert sogar. Der Software-Einzelhandel hat sich komplett verlagert in den Online-Handel und deswegen musste 2018 schon bei GameStop ein Verlust von 673 Millionen US-Dollar verzeichnet werden. Ja, ein Riesenverlust, der ausgewiesen wurde. Aber dann kam sowas wie das Revival der Spieleszene, insbesondere durch die Corona-Pandemie. Viele waren zu Hause, hatten auch mehr Zeit letztendlich. Auch durch Homeoffice hatte man vielleicht nicht mehr diese großen Zeiten, die man im Auto oder im öffentlichen Nahverkehr verbracht hat und hatte da vielleicht Zeit, auch mehr zu spielen. Da auch viele andere Sachen waren geschlossen und damit hatte man Zeit zu spielen und hatte auch Zeit, sich entsprechend die Online-Spiele zu bestellen, weil es ist auch so, dass letztendlich auch es einen Online-Shop gab von GameStop und dadurch konnte der Umsatz dann auch im Jahr 2020 und 2021 wieder weiter steigen. Dann stieg auch die Aktie rasant von 20 Dollar auf 480, aber nicht nur, weil alle online spielen wollten, sondern da gab es noch einen Sonderfaktor. Man sagt heutzutage darüber, das ist eine Meme-Aktie. Ganz genau, eine dieser bekannten Meme-Aktien und da wollen wir mal kurz drauf eingehen, wie ist das letztendlich entstanden und das ging los in einem Nebenforum bei Reddit letztendlich, wo sich Hobbyspekulanten, könnte man sagen, ausgetauscht haben und sich über mögliche Anlagewerte ausgetauscht haben letztendlich und Reddit hat natürlich sehr, sehr viele Nutzer, 52 Millionen Nutzer und über 400 Millionen Nutzer im Monat weltweit.
Und ja, auch die Mitgliedszahlen des Forums gingen dann sehr, sehr schnell durch die Decke, sodass sich 10,7 Millionen Nutzer dieses Nebenforum, dieses Reddit-Forum angeschaut haben und sich über diese Aktien ausgetauscht haben. Und da ist dann ja so aufgekommen, dass es für verschiedene Aktien, und GameStop war eine dieser Aktien, dass es da halt von verschiedenen, auch von institutioneller Seite, sehr, sehr große Short-Positionen in verschiedenen Werten gab. Und ja, dann hat man darauf spekuliert, dass die Aktie ansteigt, und dann kam es sowas wie so zu einem Kaskadeneffekt, weil die Shortseller letztendlich, die mussten sich natürlich, weil wenn man auf der Shortseite agiert, wer das nicht weiß, dann hat man ja quasi nicht nur den Totalverlust letztendlich, wie wenn man in eine Aktie long investiert ist, sondern man hat ein unbegrenztes Verlustrisiko, wenn die Aktie immer weiter steigt. Und durch diesen Kaskadeneffekt, dass die Aktie immer angestiegen ist, mussten sich natürlich die Shortseller eindecken. Und wie deckt man sich ein? Indem man die Aktie entsprechend kauft. Das heißt, die Nachfrage wurde immer größer, das Angebot letztendlich war begrenzt, und dadurch ging die Aktie innerhalb von wenigen Tagen komplett durch die Decke. Da schwang auch noch so ein bisschen Kalkül mit, weil gesagt wurde, wir sagen jetzt der Finanzindustrie den Kampf an, weil einige Hedgefonds natürlich darauf setzen, dass ein Spielehändler, der sogar Filialen hat, in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Und sie haben quasi auf eine Insolvenz gewettet, aber mit so hohen Stückzahlen, dass die Wette ihnen letztlich ganz salopp formuliert um die Ohren geflogen ist. Ganz genau, da gab es auch die ein oder andere Institution, die da wirklich in Schieflage geraten ist, der ein oder andere Hedgefonds, und ja, die letztendlich sogar Insolvenz anmelden mussten. Also das war schon durchaus ja, für die Finanzindustrie eine Bedrohung letztendlich, die sich durch dieses Reddit-Forum dann erstmal ergeben hat. Ja, das bezog sich natürlich nicht nur auf den Wert, da gab es noch andere. Wir werden vielleicht in den folgenden Sendungen auch noch mal ein, zwei davon aufnehmen. Man muss aber warnend dazu sagen, es ist ein marktenger Wert, ein kleiner Wert, und die Analysten haben auch heute noch eher die Finger davon gelassen. Man sieht hier bei den Analysten Einschätzungen nur zwei, die sich ernsthaft mit dieser Aktie befassen, und die sind eher in Richtung Verkaufen angesiedelt. Genau, da sollte man auf jeden Fall auch vorsichtig sein, wenn man in diese Aktie investiert, egal ob auf der Long- oder auf der Short-Seite, weil die war teilweise sehr, sehr volatil, und das sollte man vielleicht nicht als langfristiges Investment sein, sondern dann eher als hochspekulatives, kurzfristiges Investment, um da auf vielleicht eine schnelle Bewegung entsprechend zu spekulieren. Die Bewegung letzten Jahr waren in der Tat sehr schnell, teilweise 10-20% an einem Tag nach oben und nach unten. Das hat sich seitdem aber beruhigt. Das hat sich beruhigt, und ich öffne hier als erstes auch mal einen sehr, sehr langfristigen Chart. Dann sieht man auch, wo die Aktie herkam. Vor knapp 10 Jahren stand sie wirklich mal bei 50, 60 Dollar, und dann ist sie wirklich gefallen über die Jahre bis in den Bereich von nur noch 4 bis 5 Dollar. Und dann sieht man hier diesen rasanten Anstieg innerhalb von wenigen Handelstagen, wo die Aktie dann von 15 Dollar letztendlich auf knapp 500 Dollar angestiegen ist, aber auch wieder sehr, sehr schnell abverkauft worden ist, bis runter auf 35 Dollar. Dann kam quasi die zweite Kaufwelle hier rein, oder der zweite Short Squeeze, könnte man sagen, der die Aktie auch nochmal bis über 340 Dollar gebracht hat. Aber seitdem sieht man, dass die Volatilität doch spürbar nachgelassen hat. Die Tagesranges werden immer kleiner, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein recht volatiler Wert im Vergleich zu anderen Aktien. Und dann schauen wir mal auf ein etwas kurzfristigeres Chartbild. Hier sieht man auch, man könnte auf Tagesbasis oder auch auf Wochenbasis sowas wie ein Dreieck hier entsprechend einzeichnen. Da sieht man, dass man das eine oder andere Mal die obere Trendbegrenzung angelaufen hat, hier zuletzt auch mehrmals die untere Trendkanal, die untere Dreiecksbegrenzung angelaufen hat. Und aktuell handelt man ziemlich genau in der Mitte dieses Dreiecks. Das ist auch ein wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsbereich, um den man jetzt herum oszilliert. Die gleitenden Durchschnitte sind relativ flach geworden, sodass es durchaus sein kann, dass hier in naher Zukunft dann entsprechend auch ein Ausbruch erfolgt. Und dem sollte man sich dann am besten auch nicht entgegenstellen. Also entweder könnte es sein, dass die Aktie, wenn sie oberhalb hier von 150 bis 160 Dollar ausbricht, könnte das wirklich nochmal für einen ordentlichen Aufwärtsimpuls sorgen. Ansonsten sollte die Aktie eher nach unten aus diesem Dreieck ausbrechen, kann sie auch schnell wieder auf niedrigeren Niveaus
runterhandeln und vielleicht diese, ja, vor diesem großen Short Squeeze diese Bereiche bei 20 bis 30 Dollar als Ziel anvisieren. Also das ist schwer zu sagen, da sollte man eher den Ausbruch abwarten und sich dann entsprechend trendfolgend positionieren. Volatilität dürfte dann durchaus wieder erhöhte Aufkommen bei einem Ausbruch und dann für eine kurzfristige Spekulation in die eine oder andere Richtung ist die GameStop dann durchaus geeignet, vielleicht auch mit einer kleineren Stückzahl und auf jeden Fall auch mit dem entsprechenden Stop-Management lässt sich die Aktie dann durchaus handeln. Es gab hier ja auch noch ein bisschen interne Wechsel, also zum Beispiel der CEO hatte gewechselt, also vielleicht eine neue Ausrichtung. Das würde dafür sprechen, dass die Aktie dennoch auf dem Niveau kaufenswert ist. Auf der anderen Seite behaupten viele, es hat sich ja seit der Short-Eskapade gar nichts fundamental geändert. Also die Firma ist angezählt und eigentlich ihr Geld nicht wert. Was denkst du? Ganz genau. Also ich würde mich auch schwer tun, hier auf der Long-Seite mich zu positionieren auf diesen aktuellen Kursniveaus von 127,9 aktuell. Ich gestehe, ich habe die Aktie auch eher dann mal auf der Short-Seite gehandelt, ich glaube, aber nur in ganz kleiner Stückzahl. Da habe ich, glaube ich, dann wirklich nur eine Handvoll Aktien mal von 200 bis 100 letztendlich runter gehandelt. Aber das war dann wirklich nur eher so ein Just-for-Fun-Trade. Und so haben es viele andere vielleicht auch gesehen. Von daher, für mich ist die Aktie immer eher ein Short-Kandidat als ein Long-Kandidat, wobei ich mir auch hier einen weiteren Short-Squeeze auf der Oberseite nicht ausschließen will. Aber dann wirklich immer nur mit kleiner Stückzahl würde ich hier vielleicht trendfolgend auch einsteigen wollen. Ja, guter Hinweis und damit danke für deine Einschätzung, Roland Jegen. Sehr gerne.